Ich werde anfangen mit Gebet. Ja, Vater, ich danke dir für jeder Einzelne, wie da ist. Ich danke dir, Vater, dass du meine Worte salbst. Ich danke dir für Geist der Offenbarung. Ich danke dir für offene Herzen. Ich danke dir, Vater, dass deine Botschaft rüberkommt und dass es lebensverändert ist. Danke, Vater, für dein Wort. Die sind Geist und Leben. Ich danke dir für frisches Brot vom Himmel, dass dein Volk gute Nahrung bekommt heute Abend. Und ich bete das im Namen Jesus. Amen, Amen, Amen zusammen. Einen schönen guten Abend. Wir werden anfangen mit 5. Mose 29, 5. Mose Kapitel 29. Und Mose rief das ganze Israel und sprach zu ihnen: Ich habe gesehen alles, was der Herr getan hat in Ägypten, vor euren Augen, den Pharao mit allen seinen Knechten und seinem ganzen Land. Die große Versuchung, die deine Augen gesehen haben, dass er große Zeichen und Wunder taten. Und Wunder waren. Und der Herr hat euch bis auf diese heutige Tat noch nicht gegeben, ein Herz, der verständig wäre, Augen, die das sehen, und Ohren, die da hörten. Hier ist ganz wichtig, die Leute in Israel haben die Wunder gesehen, die haben die Zeichen gesehen, sie haben gesehen, wie Gott gewirkt hat, sie haben die mächtige Hand Gottes gesehen, wie er sie befreit hat aus Ägypten, er hat gesehen, wie er die ganze ägyptische Armee vernichtet hat im Meer, und trotzdem sagt Gott drei ganz wichtige Sachen. Die erste Sache ist, dass der Herr euch bis auf diesen heutigen Tag noch nicht gegeben hat, ein Herz, das verständig wäre, Augen, die das sehen, und Ohren, die da hörten. Der erste Punkt ist, dass es Gott ist, wie uns das gibt. Und das ist Gnade. Also Gott gibt uns ein verständiges Herz. Und hier sieht man, dass Gott ihnen sagt: Ihr habt kein verständiges Herz. Erster Punkt. Ihr habt keine Augen, um zu sehen, und ihr habt keine Ohren, um zu hören. Hier spricht Gott drei ganz wichtige Sachen an. Und jetzt werden wir sehen, wie das zustande gekommen ist, dass die Leute kein verständiges Herz haben, keine Augen haben zum Hören und keine Augen zu sehen, Entschuldigung, und keine Ohren, um zu hören. Kommt mit mir in 1. Mose Kapitel 3, 1. Mose Kapitel 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu dem Weib: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäume im Garten? Da sprach der Weib zu der Schlange: Wir essen von der Früchte der Bäume im Garten. Aber von der Früchte des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt's auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mitnichten des Todes sterben, sondern Gott weiß, dass welche Tage ihr davon esst, so werdet eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er lieblich auszusehen und ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte, und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihren Mann auch davon und er aß. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich gern darüber sprechen möchte. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schütze. Hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihre Augen habe sich geöffnet, um zu erkennen, was gut und was schlecht ist. Hier sieht man, die Augen haben sich aufgetan, obwohl das sie sahen. Sie sahen den Baum, sie sahen ja alles, aber indem dass sie von dieser verbotenen Frucht gegessen haben, haben sich auf einmal ihre Augen aufgetan. Jetzt ist die Frage: Was sind diese Augen? Diese Augen sind Augen, um zu erkennen, was gut und was böse ist. Aber das Problem ist, dass am Anfang Adam und Eva alle Erkenntnisse, alle Erweis, alle Weisheit, alles, was sie hatte, konnte direkt von Gott. Das bedeutet, durch die Beziehung mit Gott
habe sie Erkenntnis und hatte sie Weisheit. Ihre Seele war voll vom Logos Gottes. Okay? Aber durch den Sündenfall haben sich ihre Augen geöffnet, um zu erkennen, was gut und was böse ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass nur durch die Beziehung mit Jesus, mit Gott, wie Jesus wiederhergestellt hat, durch diese Beziehung können wir erkennen. Weil Erkenntnis in der Bibel ist immer verbunden mit Beziehung. Ich wiederhole das. Erkenntnis in der Bibel ist immer abhängig von der Beziehung mit Gott. Das ist wahre Erkenntnis oder anders gesagt, es ist eine Offenbarung. Das Wort Offenbarung besteht im Griechischen aus zwei Worten. Das eine Wort ist apo, bedeutet wegnehmen. Das zweite Wort ist kalypsis und das bedeutet der Schleier. Das bedeutet, dass Offenbarung darin besteht, dass ein Schleier weggenommen wird von unseren Augen. Und wenn der Schleier weggenommen wird von unseren Augen, auf einmal sehen wir etwas, wie immer da war, aber das wir nicht sehen könnten, weil ein Schleier da war. Und das Problem ist, wenn sie ungehorsam waren mit Gott, hat sich die Beziehung mit Gott, war sie zu Ende. Das bedeutet, dass der Geist Gottes sich zurückgezogen hat und er lebte nicht mehr in ihrem Geist. Und das bedeutet, dass das Herz hart geworden ist. Sie haben ein steinernes Herz bekommen. Ihre Augen des Herzens sind zugegangen und ihre Ohren, um zu hören, sind auch geschlossen. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir in Johannes gehen, Johannes 3, Vers 1, und das ist ganz wichtig, wie ihr selber erkennen werden. In Johannes 3, Vers 1, es war aber ein Mensch und ein Pharisäer mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Hier kommt ein Mann namens Nikodemus. Er war ein Chef, ein Oberster von den Pharisäern. Die Pharisäer waren, also nach ihrer Sicht, waren zuständig, um das Wort Gottes zu bewahren. Sie kannte das Wort Gottes, sie studierte das Wort Gottes und er war sogar ein Chef von diesen Leuten, wie das Volk Israel lehrte. Ich wiederhole, er war ein Chef von den Leuten, wie das Volk Israel lehrte über das Wort Gottes. Und dann sagt er, Jesus antwortete, sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ist es ganz wichtig. Das bedeutet, dass er etwas ganz Wichtiges zu sagen hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Und jetzt werden wir zusammen sehen, was er gesagt hat. Es sei denn, dass jemand von neu geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hier sieht man, Jesus spricht wieder vom Sehen und Sehen von Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist unsichtbar. Aber um das zu sehen, muss Gott unsere Augen wieder öffnen. Nikodemus sprach zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was von Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Lass dies nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neu geboren sein. Der Wind bläht, wo er will, und du hörst ein Sausen, aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag solches zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist ein Lehrer in Israel und du weißt das nicht? Seht ihr, der Mann war ein Lehrer
Und er verstand nicht die Sprache von Jesus. Er verstand nicht, was Jesus sagt. Und Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und ihr nehmt unsere Zeugnis nicht in an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen gesagt habe, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Wow. Wow, wow. Hier sieht man, obwohl das ein Lehrer war, obwohl das er die Schrift studierte, er verstand die Schrift nicht. Und ich glaube, das ist einer von den Hauptproblemen in unserer Christenheit. Viele Leute, es gibt so viele Lehrer und so viele Denominationen, und ich glaube, es gibt so viel Streit manchmal unter Christen wegen dies, wegen Zell und wegen Jens. Und ich glaube, mit Lehre besonders. Und ich glaube, dass das Hauptproblem ist ein Mangel an Offenbarung. Offenbarung geschieht immer durch eine Beziehung mit Gott. Mit dieser Beziehung spricht der Geist Gottes zu uns in unseren Geist, gibt uns Erkenntnis, öffnet unsere Augen und wir können wieder sehen und öffnet unsere geistlichen Ohren und wir können wieder hören, was der Geist sagt der Gemeinde. Und das glaube ich, wenn Leute versuchen, die Schrift zu interpretieren auf menschliche Art, werden sie das nicht verstehen. Und dadurch entstehen ganz viele falsche Lehre. Und das ist wirklich ein Problem. Viele Leute und viele Lehre leider bestehen darauf oder gehen auf den Punkt hinaus, das musst du tun und das musst du nicht tun. Und viele Christen leben leider nach dieser Art oder nach diesem Prinzip, was soll ich tun und was soll ich nicht tun? Was soll ich tun und was soll ich nicht tun? Und so leben die Leute. Und das bringt zu Gesetzlichkeit und das bringt zu Verdammnis. Weil wenn wir nicht tun, was wir glauben, dass wir tun sollten, kommen wir unter Verdammnis. Und wenn wir tun, was wir glauben, dass es richtig ist, dann sind wir stolz und wir prallen und wir richten die anderen. Und das ist eine falsche Haltung. Und das ist total falsch, weil unsere Kenntnis ist begrenzt. Und deswegen sagt Jesus, richte nicht vor die Zeit. Weil was wir glauben, das gut ist, ist begrenzt an unserem Wissen, unsere Erkenntnis, was wir glauben, was gut ist. Und das, die Augen von Adam und Eva, haben sich geöffnet von der Erkenntnis von Guten und von Bösen. Aber Gott wollte nicht, dass sie von diesem Baum essen. Er wollte, dass sie vom Baum des Lebens essen, von Jesus. Jesus ist der Baum des Lebens. Er ist das Leben. Und wenn wir von ihm essen, das bedeutet in Gemeinschaft mit ihm wandeln, dann ist unser Herz offen und Gott wird zu uns sprechen. Er wird uns Sachen sehen, zeigen. Und das ist ein riesiges Problem. Und wir werden gleich sehen, was die Bibel darüber sagt. In 1. Korinther 2, Vers 9. 1. Korinther 2, Vers 9. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in kein Menschens Herzen gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, der den Geist Gottes erforscht alles, auch die Tiefe Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir haben aber nicht empfangen der Geist der Welt, sondern Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Da reden wir auch nicht mit Worten, welche von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt, indem wir geistliche Dinge geistlich beurteilen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der Geistliche aber beurteilt alles und wird selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweise? Wir aber haben den Sinn des Herrn. Hier ist ein ganz wichtiger Teil.
um zu erkennen, stammt immer von Gott. Das bedeutet, jede Erkenntnis, wie richtig sind und wie Gott allein wissen kann, was falsch und gut ist, weil Gott weiß, was gut und was falsch ist, muss von Gott stammen. Das bedeutet, dass Gott Liebe ist. Und weil unsere Augen zu sind, weil wir versuchen, menschlich zu beurteilen, urteilen wir nicht in der Liebe. Und die Liebe ist so ganz wichtig. Und wenn wir von neu geboren sind, unser Auftrag oder unsere Art zu wandeln mit Gott ist zu wandeln in Liebe. Und Wandeln in Liebe ist im Geist zu wandeln. Und dann werden wir Früchte entwickeln. Und das sind die Früchte des Geistes. Und dann ist der ganze Prozess ein Lernprozess, wo wir lernen, in Gott zu bleiben und Gott mit uns. Und in Gott zu bleiben, weil Gott Liebe ist, bleiben wir in der Liebe. Und wir lassen uns ernähren, wir lassen unser Herz füllen mit dieser Liebe und wir geben die Liebe weiter. Offenbarung hat immer mit Liebe zu tun. Offenbarung kommt in ein weiches Herz. Offenbarung kommt in ein Herz voller Liebe, wo Gott uns Offenbarung gibt. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, hat Gott vorbereitet für die, die ihn lieben. Es geht um Liebe. Christliches Leben geht um Liebe. Und deswegen, wenn wir die Schrift lesen, mit welchen Augen lesen wir die Schrift? Lesen wir die Schrift, oh, was wird mir jetzt Gott sagen? Lesen wir die Schrift mit Verdammnis? Lesen wir die Schrift, oh, das tue ich nicht, oh, was will mir Gott jetzt sagen? Oh, mit Angst kommen wir daran. Oder kommen wir mit einem Geist, mit einem offenen Herz, mit einem liebenden Herz zu einem liebenden Gott, mit einem offenen Herz, wo Gott zu uns sprechen kann. Und sogar wenn er uns korrigiert, sogar wenn er uns Sachen zeigt, ist es immer aus der Motivation von Liebe, weil Gott Liebe ist. Und Liebe fürchtet sich nicht. In Liebe ist keine Angst. In Liebe ist keine Angst. Und deswegen können wir vor dem Thron Gottes gehen, ohne Angst und ohne Angst vor Gott, um von ihm zu empfangen, um Liebe zu empfangen, damit wir gesättigt sind, damit wir voll sind mit seiner Liebe und diese Liebe weitergeben. Das ist der Plan Gottes, dass wir aus ihm leben, in ihm wandeln und in ihm bleiben. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und weil Gott Liebe ist, ist das ein ganzes Prozess, ist ein ganzer Prozess für uns, in diese Liebe weiter zu wandeln. Und wir werden jetzt ein wunderbares Beispiel sehen in der Bibel, wie uns das erläutert und wie uns zeigt, wie Jesus gewandelt ist. Um besser zu verstehen, jetzt wieder zu Jesus. In Johannes 8, Vers 3, Entschuldigung für die Unterbrechung, die Batterie waren leer. Und ich habe das nicht gesehen. Entschuldigung. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm bei Ehebruch ergriffen und stellte sie in der Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frische Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Hier sieht man, dass die Leute eine Frau gebracht habe, wie beim Ehebruch erwischt war. Meine Frage ist, wo war der Mann? Wenn die Frau einen Ehebruch gemacht hat, sollte auch ein Mann dabei sein. Das ist meine erste Frage. Aber wir werden weitergehen, weil das ist ja nicht das Thema. Da sprach sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnte. Seht ihr, wenn ihr mit religiösen Leuten zu tun habt, werden sie immer versuchen, euch anzuklagen. Sie werden immer sagen, oh, du hast keine Liebe. Das hast du falsch gemacht, das hast du nicht richtig gemacht. Weil der religiöse Geist ist ein Geist,
Der hat zwei Eingangstüren. Erstens Stolz und zweitens Angst. Und die Leute, weil sie selber stolz sind und auch Angst haben, werden sie andere anklagen, weil sie sind nicht geheilt in ihrem Herzen. Sie haben nicht die Liebe Gottes in diesem Maß empfangen, wo sie Heilung erfahren haben in ihrem Herzen. Und deswegen tun sie andere anklagen. Aber geht's wieder? Kann jemand schreiben, ob der Ton gut ist? Bitte schön, danke schön. Und ob alles wieder in Ordnung ist, könnte jemand schreiben? Ganz kurz, bevor ich weitermache. Ist wieder alles okay? Könnte jemand etwas sagen darüber? Ist alles wieder okay? Könnte jemand schreiben, bitte? Damit ich das sehen kann. Ja, könnte jemand was sagen, schreiben? Weil ich weiß nicht, ob ihr mich ja hören. Es hackt. Ja, alles okay. Okay, danke Jesse, vielen Dank. Vielen Dank, dass alles wieder gut ist. Okay. Und dann, aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Ich frage mich aber, was schrieb Jesus? Und ich glaube, dass Jesus die Namen von diesen Leuten schrieb auf die Erde. Und dadurch, was ist dann passiert? Das ist jetzt meine Auslegung, Als sie das hörte und von ihnen gewisse überführt waren, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, angefangen von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau in der Mitte stand. Hier sieht man, die Leute sind ein nach dem anderen gegangen. Und die Frau war mit Jesus. Und jetzt werden wir sehen, wie Jesus umgegangen ist mit dieser Frau. Jesus aber richtete sich auf und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Wow, hier sieht man Gnade und Gesetz. Gesetz bringt immer Verdammnis. Gnade bringt Rechtfertigung. Jesus hat diese Frau vergeben und hat gesagt, geh und sündige nicht mehr. Er hat eine Chance in diese Frau gegeben. Und das ist Jesus, weil Jesus kennt die Herzen von den Menschen. Jesus hat gesehen, dass diese Frau Bedürfnisse hat. Und die Frage ist, ich sage nicht, dass Ehebruch gut ist, das sage ich nicht, aber die Frage ist, wie gehen wir um mit Brüdern und mit Schwestern, wie gefallen sind, in Ehebruch oder in egal welche Sünde. Wie gehen wir mit diesen Brüdern und Schwestern um? Und ich glaube, der richtige Teil, oder wie man richtig damit umgeht, ist zuerst nicht mit Verdammnis zu kommen, nicht mit Anklage zu kommen, aber mit Liebe und mit Gnade. Weil wir wissen, dass wenn wir stehen, ist alles aus Gnade. Wir können nicht stolz sein. Jeder von uns kann fallen. Und wenn wir stehen, ist es wegen der Gnade Gottes. Also gehen wir zu dieser Person mit einem offenen Herz, mit einem liebenden Herz, mit Demut und sagen die Frau, ich verstehe, du bist gefallen, es könnte mir auch passieren. Und dann suchen wir im Herz von dieser Person, wir versuchen die Person zu helfen, warum dass sie gefallen ist. Was ist der Grund, was ist der Mangel in ihrem Herzen? Welche Mangel, welche Lüge glaubt sie, welche Mangel hat sie in ihrem Herzen, wie sie dazu geführt hat, dass sie eine Lüge geglaubt hat. Und dann helfen wir dieser Person, das wieder recht zu biegen. Mit Liebe bringen wir Heilung zu dieser Person. Und wir führen die Person zu Buße. Das bedeutet, dass sie die Lüge erkennt und die Wahrheit dann annimmt und dann einen anderen Lebensstil führt, dass sie damit sie nicht mehr sündigt. Und das ist die richtige Einstellung von Brüder und Schwestern gegenüber anderen Leuten. Wir gehen ihnen in Gnade mit deinem Herz,
der Wiederherstellung, nicht ein Herz der Verdammnis, weil da glauben wir, dass wir besser sind. Wir stellen sich über die Person, wir richten, wir verurteilen, wir klagen an. Und das ist eine totale falsche Haltung. Das kommt und geschieht aus einem religiösen Geist. Also ist ganz wichtig für uns, dass wir zu dieser Person gehen und ich wiederhole, in einen Geist der Demut, in einen Geist der Wiederherstellung, um die Person zu helfen und nicht um die Person zu zerstören, aber um dieser Person zu helfen. Dann helfen wir die Person zu erkennen, welche Lüge, die sie da geführt hat, in Sünde reinzufallen. Und dann, wenn wir die Lüge erkennen, bringen wir die Person die Wahrheit. Wenn sie die Wahrheit annimmt, kann sie Buße tun. Wir beten für Heilung für ihre Herzen und dieser Bruder oder Schwester kann wieder eine Gemeinschaft haben mit Gott. Weil so ist Gott. Gott verdammt nicht. Gott, das ist ein großer Unterschied zwischen dem religiösen Geist und zwischen dem Geist Gottes. Der Geist Gottes wird uns überführen und der religiöse Geist tut uns verdammen. Überführung bringt uns wieder zurück zu Gott, wenn wir das akzeptieren. Verdammnis bringt uns weg von Gott. Und Gott möchte uns überführen, weil Gott ist ein Gott der Beziehung. Und er möchte Gemeinschaft haben mit jedem von uns, weil er liebt uns. Gott ist ein vergebender Gott. Der Teufel vergibt nicht, weil ihm wird auch nicht vergeben. Und wenn wir in einen falschen Geist handeln, bringen wir mehr Schade im Leib Christi als Wiederherstellung. Und leider gibt es mehrere Leute im Leib Christi und sogar Leute wie Lehren und wie Verdammnis weiterbringen, statt Gnade zu bringen. Gnade ist so wichtig. Jesus ist Gnade und Wahrheit. Gnade ist immer verbunden mit Wahrheit und Wahrheit ist immer verbunden mit Gnade. Das ist Jesus. Und Jesus sollen wir widerspiegeln. Und Gott ist Liebe. Das bedeutet nicht, dass er einverstanden ist mit der Sünde, weil wenn eine Person nicht Buße tun will, wie Gott gesagt hat, ich habe ihr Zeit gelassen, Buße zu tun, aber sie wollte nicht. Und dann ist es so, wenn die Leute nicht Buße tun, dann können wir uns von dieser Person sogar trennen. Das ist, was die Bibel sagt. Aber wenn die Leute bereit sind, Buße zu tun, weil wir kommen mit einer guten Haltung, nicht mit einer schlechten Haltung gegenüber dieser Person. Wir beten für sie, wir helfen ihnen, ihr Problem zu lösen, wir beten für Heilung von ihrem Herzen, dann sind wir im Wille Gottes. Vergiss nicht, liebe Brüder und Schwestern, Gott ist Liebe. Und wir sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Unsere Aufgabe ist, Gott zu widerspiegeln. Und das können wir nicht. Deswegen, ich bin es nicht mehr, wie lebt. Es ist Christus in mir. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Das, der Einzige, wie das christliche Leben führen kann, ist Jesus. Deswegen sandte Gott in diese Welt und sei Geist in uns. Und Jesus lebt in uns, damit er durch uns leben kann und sich offenbaren kann zu anderen Menschen. Gott ist Liebe und Gott ist volle Gnade, volle Barmherzigkeit und langsam mit zum Zorn. Durch die Beziehung mit Gott, weil Gott Liebe ist, gibt uns Gott, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott, haben wir Gemeinschaft mit Liebe. Und Gott ist Liebe. Und Liebe ist eine Substanz, ist was Reelles. Gott ist Liebe. Und wenn die Liebe unser Herz füllt und wir im Geist wandeln, leben wir nicht in einen richtenden Geist, in einen religiösen Geist. Und die Welt wird wieder erkennen, dass wir seine Jünger sind, an der Liebe, wie wir füreinander haben. Liebe Freunde, ich möchte beenden mit ein kurzes Gebet. Vater, ich danke dir für jede einzelne Zuhörer. Ich danke dir, dass die Worte, ich danke dir für Offenbarung. Ich danke dir, dass du jede einzelne füllst mit deiner Liebe. Ich danke dir, dass jede einzelne eine Beziehung hat mit dir, eine ganz enge Beziehung. Und dass jeder schmecken kann und fühlen kann, wie gut dass du bist. Danke für deine Liebe. Danke, dass du jede einzelne berührst jetzt mit deiner Liebe, Vater. Dass du die Verletzung heilst.
In dein Wort sagst du auch, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Dass jede Verdammnis weggeht in Jesu Namen, dass die Leute deine Gnade annehmen, deine unverdiente Gnade, dass demütige Herzen da sind, die deine Gnade annehmen. Wir haben es nicht verdient, aber du bist ein guter Gott und du bist ein gnädiger Gott. Danke, danke für deine Gnade. Amen. Meine Liebe, wenn ihr mir folgen wollt, könnt ihr auf YouTube gehen. Ich werde mehr und mehr auf YouTube machen in die Zukunft. Ihr könnt euch abonnieren auf meine YouTube-Seite. Wie ihr hier seht, sie ist hier sichtbar. YouTube Thierry Kopp Dienst. Und wir haben auch eine Internetseite, die ich gleich einblenden werde. Ich werde das wegmachen. Und jetzt habt ihr meine YouTube-Seite für die, die es wollen. Könnt ihr auf meine Seite gehen und ich möchte auch noch mein letztes Buch vorstellen. Das heißt, die Gabe der Geisterunterscheidung. Da spreche ich sehr viel, wie man unterscheiden kann und es geht wieder um das Thema von Liebe und wie man unterscheiden kann mit Liebe. Ihr könnt dieses Buch auf meine Seite bestellen. Wie ihr hier seht, der Titel ist die Gabe der Geisterunterscheidung und es wird euch helfen zu unterscheiden nach Gottes Art und nicht nach menschlicher Art. Danke, liebe Freunde, danke an alle. Es hat mich gefreut, euch mitzuteilen, was ich auf dem Herzen hatte. Und ich bete, dass das gute Werk, wie Gott in jeder einzelnen von euch angefangen hat, dass er auch vollenden wird. Das gute Werk, wie Gott in jeder einzelnen angefangen hat, wird er vollenden. Vollende, Entschuldigung, seid alle reichlich gesegnet. Amen. Ein schöner Abend noch an alle. Seid reichlich gesegnet. Und danke, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch, dass ihr die Video teilt, damit die meisten Leute davon Nutzen haben können und damit der größte Teil gesegnet wird. Ein schöner Abend noch und wir sehen uns wieder nächste Woche am Mittwochabend, 20.30 Uhr. Nächste Woche, Mittwochabend, 20.30 Uhr. Wir werden weiter, ich werde beten und sehen, was mir Gott aufs Herz legt, um euch zu segnen.